Ja, Dominik, danke für die Zeit für das Interview. Der Dominik, ja, der frühe Start ist nicht so verlaufen, wie wir uns das alle gehofft haben. Zweimal eine 13-0-Niederlage. Wobei zumindest aus meiner Sicht war es so, dass das zweite Spiel war durchaus eine Leistungssteigerung zu sehen. Du bist mittendrin gewesen. Wie hast du es erlebt? Ja, es war so, gegen Kapfenberg haben wir uns extrem haut an, sagen wir so. Durch die Standards waren sie extrem gefährlich. Und das haben wir einfach leider nicht verteidigen können an dem Tag. Und gegen Liefering, ja, bin ich auch der Meinung, dass wir da uns auf jeden Fall verbessert haben. Wir haben gekämpft. Aber es hat dann halt am Ende wieder leider nicht gereicht. Und jetzt müssen wir schauen, dass am Freitag endlich einmal Punkte wieder am Konto stehen. Weil das ist das Einzige, was zählt. Und das brauchen wir jetzt auch in der Situation, wo wir sein. Freitag, du sprichst es an. Auswärts gegen den FAC. Aber ein paar Tage danach gleich schon daheim wieder gegen Hartberg. Das sind Big Points, die man holen sollte. So ist es. Jetzt haben wir ja, die Chance, innerhalb von 4 Tagen 6 Punkte zu holen. Wir werden alles versuchen und wichtig ist, dass wir am Freitag eben das, was wir im Training machen, also das, was wir trainieren, dass wir das umsetzen, die Vorgaben vom Trainer umsetzen und dann ja, bin ich eben positiv gestimmt, dass wir da endlich was mitnehmen. Und das war für uns dann eben extrem wichtig, dass wir wieder mal ein bisschen Selbstvertrauen tanken können. Ja, und dann schauen wir weiter. Die Stimmung im Umfeld ist aufgrund von der Niederlagenserie nicht sonderlich berauschend. Wie ist die Stimmung im Team? Ja, die Stimmung im Team, die passt soweit. Wir versuchen eben, wie gesagt, jede Woche Vollgas zu geben. Uns bleibt nichts anderes übrig. Und das, was rundherum passiert, das müssen wir sowieso ausblenden. Aber wir haben jetzt die Fans wieder hinter uns und das ist für uns extrem wichtig. Wir haben jetzt zwar die ersten 2 Spiele verloren und sie haben uns trotzdem nach dem Spiel angefeuert. Und das ja, ist echt gut für uns gewesen. Und wir werden versuchen jetzt auch die Fans wieder mal ein positives Erlebnis zu geben. Auch nach Wien werden auch wieder einige begleiten. Wie wichtig sind sie? Ich hoffe, dass uns einige begleiten. Das ist für uns sehr wichtig. Das ist 90 Minuten den Rücken stärken und ja, die können uns immer wieder aufbauen und das, ja, das brauchen wir. Kommen wir auf dich persönlich zu sprechen. Du hast es im Herbst geschafft, in die Stammmannschaft einzurutschen. Du hast dich da jetzt etabliert, gute Vorbereitung gemacht. Du spielst jetzt weiterhin in der Innenverteidigung. Ja, wie sind denn deine persönlichen Eindrücke der letzten paar Monate? Ja, die letzten paar Monate waren ja, im Grunde genommen sehr gut für mich. Ich habe ja, im Training immer versucht, mein Bestes zu geben. Und ja, das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich umsetzen können. Habe dann vom Trainer die Chance wieder bekommen, dass ich spiele. Im ersten Spiel gegen Kapfenberg war ich überhaupt nicht zufrieden. Da bin ich nicht in die Zweikämpfe gekommen. Das passt überhaupt nicht. Und gegen Liefering habe ich mir das wieder vorgenommen. Und dann hat es auch gleich so geklappt. Mit den Zweikämpfen, auch wenn das Ergebnis nicht gepasst hat, aber ja, da müssen wir ansetzen. Zweikämpfe sind extrem wichtig, auch jetzt am Freitag wieder. Und nur so können wir eben die Spiele auch gewinnen. Wie lautet die Devise für Freitag? Ja, Vollgas, Taktik, die Vorgaben umsetzen und dann 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Ja, Dominik, dann hoffen wir, dass es genauso läuft und ich sage vielen Dank. Ich sage danke. Ciao, servus.